So, also ich persönlich finde, es wird wieder mal Zeit für so ein geflochtenes Zopferl, gell? Habe ich mir jetzt überlegt, aber ich weiß noch nicht so genau. Grüß euch übrigens. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich damit. Macht das ja eher so nach Gefühl, ne? Sehe es nämlich eh nicht. Also mal schauen, dass ich da die Strähne gut erwisch. Schaut gut aus, oder? Und dann werden wir das da ein bisschen. Dass die uns nicht in den Weg hängen. Und dann werden wir das da mal löschen, da ein Rohr, was nicht einer gehört. Reißt dann eh gleich. Zieht und reißt. Und dann werden wir uns da einen Zopfer flechten. Irgendwann einmal auf meinem anderen Kanal habe ich davon berichtet. Gell? Und auch, dass ich darf nicht so viel in die Kamera schauen, weil das ist alles verkehrt rum und dann kann ich nicht flechten. Das verwirrt mich. Und wir haben ja eigentlich bei Wisch so Plastikrohr bestellt, so mit einflechten. Die sind aber. Hallo? Die sind aber nie angekommen. Nein, weiß nicht. Ja, habe ich halt das Geld zurückgekriegt. Ist auch wurscht. Aber ich kann. Weiß ich nicht, ob ich mir die jetzt nochmal bestelle. Oder? Das ist immer am Anfang so blöd. Wenn sich da andere Haare dazwischen schwimmen. Hallo? Anstrengend. Nein, das wird nichts. Das ist auch nicht gleichmäßig geteilt. So, vielleicht mache ich das doch eher offline. Ich kann das auch nicht, wenn ich mir in den Spiegel schaue. Ich muss das ohne Spiegel machen dann immer, weil ich das Spiegelverkehrte nicht kann. Hat vermutlich was mit meiner Rechts- und Linksschwäche zu tun. Das kann ich auch nicht auseinanderhalten, aber wenn ich mir dabei zuschaue, wie ich das flechten tue, dann kann ich nicht mehr flechten. Jetzt mit sowas, ne? Ich hätte gleich müssen die Augen so machen lassen. Ich hätte nicht zu viel, wie schon heute schon erwähnt. Alter, das ist anstrengend. So. Und ich habe da so kleine feine Gummiringe mir mal gekauft. Die kannst du auch einfach nur einmal verwenden, weil dann sind sie eh kaputt. Beziehungsweise wenn du das versuchst wieder runterzukriegen, reißen sie auseinander. Aber die sind ganz praktisch für solche Zwecke, weil unauffällig. Dann wird dann nicht unten, wo der Zopf aus ist, so einen Bommel haben. Brauchst du auch nicht. Irgendwie zu machen, was man es ja. Also Haare, die sich da jetzt mit reinschummeln, die ziehe ich mir dann noch raus. Ja, aber es ist Zeit, gell? Mal wieder für so ein Zopferl. Oder vielleicht zwei oder drei. Ich finde das nämlich auch ganz nett, wenn man sich dann einen Zopf macht und das ja. Wird dann so an der Seite. Nein. Schaut es nicht so fad aus, gell? Die Frisur. Ja, Haar lasse ich mir jetzt wachsen. Bis zum Arsch. Weiß ich nicht. Aber ich lasse jetzt erst einmal wachsen. Wie es wollen. Dürfen es wachsen. Jetzt sehe ich ja schon, was ich tue. Das ist auch gut. Und dann das Gummiringel noch montieren. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr kleines und das Gummiringel in dunkelbraun, also wenn es nicht sieht. Dann umwurschteln, die halten auch ganz gut. Also so, die bicken sie richtig. Ja, und das lasse ich oben, ne? Also das bleibt so, das bleibt so ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, irgendwann reißt es einfach nicht mehr und dann muss man es eh nicht machen. Na komm, wusch, wusch da, passt. Du voll fertig. Ja, ne, so, nicht so auffällig und doch ein kleines Highlight. Babachi!